Und damit herzlich willkommen zu Donkey Kong 64. Davor hatten wir ein kleines schönes Intro mit einer Begrüßung von mir. Und ich würde sagen, das ist der erste Part. Davor hatten wir, ich sag mal, Part 0 mit Intro und Einführung ins Spiel, ums Geschehen hin. Und der Papagei, der nervt ziemlich, muss ich dazu sagen. Und dann starten wir auch direkt ins Abenteuer, wie scheint. Sind bei uns im gewohnten Baumhaus, im Donkey Baumhaus. Und wir spielen anfangs Donkey Kong. Die Arnhem-Member werden wir wohl freischalten und der Papagei. Bananas, Kongs. Also, das Spiel ist leider nur auf Englisch. Was ich leider schade finde. Oder ich habe es nur auf Englisch jetzt überall gefunden. Steuerung kenne ich ein bisschen, wie sie funktioniert. Und, ich weiß auch gleich, wo wir hin müssen. Das ist schon mal das Gute. Dann haben wir nicht so ein langes, so eine lange Aktion, um alles zu suchen. Wir müssen nämlich zu Quankys Labor und sozusagen kleine Einführung in alle Mechaniken kommen. Was mit dem PS3-Controller noch ziemlich extrem, ja, schwierig ist, sag ich mal, von der Bedienung her. Ich schau mal, ob ich mir einen N64-Controller mit USB-Stick, gibt's ja mittlerweile, besorge oder halt auf dem klassischen, ja, PS3-Controller spiele. Was auch ziemlich einfach, also wenn man weiß, welche Tasten es sind, dann geht es eigentlich relativ. So, das sind noch die ersten vier Kisten, beziehungsweise Fässer, wo wir hin müssen, um halt zu trainieren. So. Hier haben wir noch so einen Rollsprung. Hier können wir halt so springen, so normal springen und halt noch so ein, ja, ich sag mal so ein nerviger Sprung ist das die ganze Zeit, das habe ich schon öfters gemacht. Dann springen wir gleich in die erste Donne rein. Genau, tauchen. Tauchen war das erste. Mal wieder auf. Jo. Das ist halt noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Boah, das ist. Weil die Kamera auch nicht so, die Weitnis hat, sag ich mal, dass man da wirklich mit hantieren kann. Muss immer mehrmals drücken, um wirklich an die Position ranzukommen. Statt die Kamera wirklich sich so bewegt immer. Wir haben nur so einen Sprung, den wir eben, ich sag mal, im Bücken machen können. Das sind unsere Fruchtgranaten, sag ich mal. Weiß ich auch schon, ja. Machen wir mal eben schnell. Nipp, nipp. Sagt, die Kamera ist halt noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Jetzt werfen wir die mal eben. So, dann haben wir es auch geschafft. Well done. Musik ist eigentlich ganz geil, finde ich dazu. So, Nummer 3 war. Was war denn Nummer 3? Was war das denn? Ach, genau, Fässer werfen. Mach mal fix. Muss ja halt alle Fässer mal eben hier grundlos irgendwo hinwerfen. Ist halt wie gesagt nur so eine Einführung dafür. Hier. Für die Zuschauer. Sind's aber schon geil. So, und die letzte. Zack. Swing Ropes. Okay, auf den Baum klettern. Das, ja, genau. So. Und dann war das. Ah, nee. Ja, wie gesagt, das ist mit der Kamera ist das ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So, springen und dann halten. So. Und hepp. Und uns die Münze holen. Yay! Yay! So. Yay, Donkey Kong. So, jetzt dürfen wir wieder zum Cranky latschen. Der wieder was für uns hat. Mach mal.
schnell dahin. Das kenne ich noch. Danach muss ich schauen, wie die Story weitergeht. Das kann ich auch nicht mal ganz sagen. Schön ein Kokosnussfernseher. Genau. Das soll ich trinken, wenn es jetzt gibt. Siman Slam. Gleich mal wegwerfen. Und damit können wir jetzt aus unserem Versteck in die Außenwelt sozusagen betreten. Aber ich würde gerne noch alles absuchen hier. Das ist ja nicht ohne Grund alles da. Ja. Hier gibt es noch ein paar Münzen. Für was die sind, keine Ahnung. Es gibt noch Münzen und Bananen und halt goldene Bananen. Und Medaillen, glaube ich. Die man sammeln kann. Und wir sammeln jetzt erstmal das alles ein. Achso, die großen kann ich nicht, okay. Yep. Dann ist noch ein Wasserfall. Da weiß ich allerdings jetzt nicht, was kommt. Da bin ich damals nicht lang gegangen, weil ich halt nur wissen wollte, wie die Steuer funktioniert. Aber da können wir auch mal lang gehen. Bananen, Bananen, Bananen. Ach, der Bananenort. Oh. Unsere ganzen Bananen sind weg. Das ist halt unser Sprung, den wir jetzt gelernt haben. Aber unsere ganzen Bananen wurden geklaut und gegessen teilweise. Frechheit. Ach, da unten können wir ein paar Bomben uns holen. Ah, okay, wir haben 20 voll. Dann wissen wir auf jeden Fall, dass wir hier welche bekommen. Okay. So, und da geht's nach draußen. Way out. So, Ausgang. Ausgang, ich komme. So, so und dann in der Luft nochmal. Das haben halt zwei Funktionen. Man kann direkt drauf gehen und halt in diesem Smash das machen. Es kommt je nach Button an, was man für einen Button hat. Und da die schöne Donkey Kong Außenwelt. He's back, King K-Wool. Das hat man ja schon in der Folge davor, beziehungsweise in der 000-Folge im Intro gesehen. Da habt ihr jetzt so kleine Plattformen gesehen, die stoßen wir jetzt hier nochmal an. Ja, wir müssten halt immer die Nummer, beziehungsweise die Gegennummer auch dafür finden. Und ich aktiviere mal alle. Ich hoffe, dass ich alle aktiviert habe, ja. Hier in der Mitte haben wir unser Donkey, was wir unsere Donkeys aussehen können. Aber leider noch keine haben. Und wir sollen jetzt auf die Insel mal darüber. Bam. So. Schnell rübergeschwommen. Und da sehen wir auch noch so eine Plattform. Die aktivieren wir auch sofort. So. Zack. Aktiviert. Und jetzt gehen wir zum... Ich weiß nicht, wer es ist. Auf jeden Fall ein Gefangener von King K-Wool. Hey, Loomis. Okay, er wurde von K-Wall eingesperrt, weil er halt nur die Insel besuchen wollte und nicht kaputt machen wollte, weil er halt die süßen Affen sehen wollte. Versteht mal, dass er sein Bruder ist. Der halt gegen Affen nichts hat oder gegen uns halt nichts. Und wir sollen ihnen wohl helfen, die Schlösser zu finden, beziehungsweise die Schlüssel dafür. Und. Yes, Donkey will help, okay. Lumsi. Und er freut sich nass. Eins bis sechs oder. Wie viel Schuss haben wir da? Oh. Er schaltet uns direkt was frei. Oh. Oh, Banana. Ist eigentlich ganz geil, dieser Sound. Oh, Banana.
Und damit können wir wohl direkt weiterkommen. Schau mal, wie viele sind es denn eigentlich? Ja, diese Kameraführung ist ein bisschen. Sechse haben wir, sechse. Sieben. Achte. Was haben wir denn hier? Wo ist das denn jetzt? Ach, auf einer Seite. Okay, ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Ne. Da brauchen wir, glaube ich, ihn auch für. Den Lulatsch hier. Und vielleicht die Banane zu kriegen, aber es hat alles noch Zeit. Sind ja erst gerade am Anfang. So, jetzt kommen wir mal wieder raus und gehen direkt auf die Plattform. Schnellen Übergriff aufs Spiel. So, mit der Plattform in Bananenform teleportieren wir uns auf die Insel zurück. Wo wir dann halt erstmal auf den ersten Gegner sogar treffen hier. Einen kleinen Bibermann. Er uns Melonen ausspuckt, welches unser Leben ist. Da oben sehen wir es. Und Donkey Kong. Und unsere erste Banane. Yeah. Damit können wir schauen. Wo kommen wir denn hier hin? Ah, okay. Ich sehe was. Ah, okay. Ah, okay, das sind so, zum Beispiel so. Ja, das sind solche Schlüssel oder halt so Wächter, mit denen man halt gewisse Anzahl an Bananen haben muss, um da halt durchzukommen, okay? Und da ich eine Banane habe. Da das Spiel auf dem Emulator läuft, seht ihr schon ein bisschen kleine Grafikbugs. Das spielt 95%, ich sag mal flüssig, ich sag mal sogar, na, ich würde nicht 95 sagen, ich sag mal 90%. Gut läuft. Es kann mal sein, dass so eine kleine Grafikfehler ist, ein paar Soundbugs, aber da stehen wir schnell drüber. Das ist halt, weil wir nicht auf die Originalkonsole spielen, sondern halt über auf den Emulator. Da kommen wir wieder zu dem. Banana. Also er hat sozusagen, glaube ich, so ein TV. So ein Fernseherart, wo er uns mit beobachten kann und das haben wir zum Anfang hier schon gesehen und wir versuchen jetzt in Anführungsstrichen die Banane zu holen, doch geschickt wie wir sind, holen wir uns die Banane. Und da ist der angeschlagene King K-Roll. Jungle Japes. Japes, Apes ist es ja nicht, ist ja eher, müsste ja Japes heißen. Okay. Ja, an die erinnere ich mich. Mit Ding konnte man, glaube ich, irgendwelche Minispiele machen, ne? 75 oder mehr Bananen und bekommen eine Medaille. Okay. Alles klar. Hier, den aktivieren wir erstmal. Kommen wir nicht weiter rum. Kann manchmal auch sein. Okay, da ist das Portal raus. Da haben wir die ersten Bananen. Und alte gewohnte Donkey Kong Sounds. Ah! So, ab nach vorne. Okay. Natürlich auch mal so. Ich finde eigentlich Donkey Kong ein ganz geiles Spiel. Ich schaue gerade mal auf die Vollenlänge und ich würde sagen, dass wir so nach ja, 15 Minuten. Ich habe immer so gerne so 10 bis 15 Minuten Folgen. Da kommt man super mit klar, finde ich. Also, sie sind nicht zu lang. Es ist immer ein gutes Mittelmaß. Die erste Folge mache ich jetzt ein bisschen länger. Und da haben wir auch unser Plattförmchen. Das ist die Welt, die wir erklimmen müssen, sozusagen. Oh, und unsere Banane. Und? Die finden wir oben, okay. Okay, das ist Plattform 1. Der alte Vogel, ne?
Jo. Damit könnten wir zurückporten. Und da würde ich sagen, ich mache mal einen kurzen Cut hier und wir sehen uns gleich in der nächsten Folge.